Boah! Ich brauche mehr Abtrieb. Dein Frontflügel ist leicht beschädigt. Boah. Solange du keine Probleme hast, boah. Kannst du draußen bleiben. Einmal wieder durch die Mitte. Hervorragend. Wir haben jetzt alle Daten, die keine wir Chance. Nein! Ah, verdammt! Warum da jetzt? Da bin ich jetzt viel zu weit rausgefahren. Danke! Danke, Paul! Du hast den Frontflügel verloren. Bring das Auto irgendwie zurück an die Box. Danke, danke, danke. Da war ich völlig unverschuldet. Jawohl! Jawohl, Sir! Aber das brauche ich gar nicht. Ey, mit fünfter Platz bin ich sehr zufrieden. Nein! Nicht andocken, nicht andocken! Keine Strafe riskieren. Keine Strafe riskieren, keine Strafe riskieren. Ich glaube, ich mache die alten Einstellungen wieder rein, die waren besser. Ach komm doch, ey, Wern, ey! Die Strafe, die gebe ich, das ist mir jetzt nicht geben. Da, was ist denn das, was der hier macht? Der steht mir doch voll im Weg. Ja, jetzt noch vom Gas gehen. Oh, jetzt habe ich keinen DRS mehr. Was soll denn das jetzt? Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Könnt ihr das vielleicht mal ein bisschen schneller reparieren? Ne, sie schaffen es nicht mehr. Dann gehe ich an die Box zurück. Vierter Platz im Training. Danke. Wo ist denn mein Pastor? Ach, der ist nur 15. So, jetzt dreht sich das. Jetzt dreht sich der ganze Spieß mal um hier auf zum Qualifying. Wären wir schon mal schneller, das ist nicht gut. Kann mir nur rechts sein. Sehr gute Zeit. Danke, danke, danke. Ein großes Kompliment an Codemasters. Dieser Teil der Strecke ist nass. Und da hinten ist es noch trocken. Also, Hut ab. Wo ist es denn nass? Momentan sehe ich noch nichts mit nassen Streckenabschnitten. Ich weiß einfach mal mit Trockenreifen raus. Kann mich natürlich auch irren. Also, erste Fehlentscheidung oder nicht? Oh ja, ich glaube, das war schon eine Fehlentscheidung. Ja, 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 gucke. Okay, die Runde tue ich mir nicht an. Oh! Ja, ganz toll. Okay, komm an die Box. Ganz, ganz toll. Du hast den Frontflügel verloren. Auf was fahren die denn jetzt raus? Fahren die jetzt trocken raus? Oder, ja. Jetzt fahren die trocken raus. Ich glaube es jetzt gerade echt nicht. Ah! Boah! Ist da nicht einmal ein sauber rübergefahren und ein bisschen abgehoben? Ich bin blinder Passagier gerade. Komm, ey. Das wird zu blöd, da jetzt rauszufahren. Ich gehe die KI runter. Ich bin das Rennen nämlich schon angefangen. Echt angefangen. Und im Regen geht's noch, aber die KI fällt mir 4 Sekunden im Rennen weg. 4 Sekunden. Ich fahre in den Williams, ja, in ein Auto, wo der Maldonado Zig in Barcelona gefühlt hat. Ja, da fahre ich mit hinterher. Weil, Motor an. Aber wenn ich im Williams 4 Sekunden, beziehungsweise 3,5 hinterher fahre und nichts aufhole auf dem Wern im Toro Rosso. Nee. Uff.
Sorry, Grosjean. So, ja. Und kaum fahre ich auf Profi, fahre ich hier vorne mit. Nein! Oh. Dein Frontflügel ist leicht beschädigt. Solange du keine Probleme hast, kannst du... Ja, ich verwende keine Rückblende. Fahren wir mal ein bisschen durch die Gisch hier. Oh. Vettel! Das war, da war ich. Nein, ich drehe mich nicht weg. Auto noch gerade so abgefangen. Du hast noch genug Sprit und kannst das fette Gemisch wählen. Nein. Wähl das fette Gemisch. Nein. Den Markt möchte ich nicht abräumen. Na, reicht das für einen Angriff? Berührung. Hamilton schifft auch noch durch. Nein, 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 das war eine, doofe Idee. Das war eine doofe Idee, das war eine doofe Idee. Das kommt auch noch hinzu. Ja, also ich merke, dass die Reifen jetzt langsam in die Brüche gehen. Ich glaube, ich werde einen Boxenstopp einlegen. Ach, die Nase müsst ihr auch noch wechseln. Stimmt ja. Oh, ein Superstopp. Oh. Einmal eine Sofortwiederholung, bitte. Einmal eine Wiederholung, bitte. Ey, es läuft ja mal gar nicht momentan. Oh. Hat eine leichte Berührung. Ich muss sofort gegenlenken. Alter, wie langsam fahrt ihr denn hier? Der Herr Schumacher dran. Alter, wie ich die Wagen, wie ich den Wagen manchmal noch richtig abfangen kann, ey. Das ist ja. Was ist denn das hier? Eine ganze Schlange, ey. Schumacher, Hülkenberg, Grosjean, wer kommt denn dann noch? Da kommt Kobayashi. So, Massa ist der nächste, den kurz ich mal anschiebe. Alter, wie langsam fährst du denn um die Kurve? Ich dachte, du bist schon um die Kurve rum, Massa. Naja, versuch wohl den Platz zurückzuerobern. Pass doch auf, wir sind im. Ey, Alter, wie früh bremsen die denn jetzt? Ey, ich hole da ja noch. Alter, wie ich da aufhole. Oh. Na komm, ich nehme die Strafe auf mich. Und ich. Alter. Ey, komm, ey. Übertreib's, bitte, übertreib's. Boah. Boah, was ist denn das schon wieder hier für eine Rutschpartie? Alter, wie sind meine Bremsen eingestellt? Auf neutral, okay, das ist doch eigentlich noch in Ordnung. Da mussten wir mal den scheiß Pick überrunden. Das ging ja mal hier ganz übel fast aus für die beiden. Also beim Wettersystem 1. Ich dann eine Schulute. Das ist top. Boah, fängt das schon wieder an. Boah. Kobayashi ist reingekommen. Kobayashi ist an der Box. Ja und? Was hilft mir das? Was habe ich damit zu tun? Willst du mir irgendwas sagen? Hat er den da umgedreht oder nicht? Oh Gott, hier ist er noch nass. Käsesteine, willkommen. Ich sag gar nichts, glaube ich mir heute. Yes. Ah, das läuft ja alles schief. Was nur schief laufen kann. Und
Schon wieder und schon wieder zu spät und schon wieder zu spät.